Du bist eine liebe Ameise, steckst ein bisschen im Gras fest. Hm? Was ist denn hier passiert? Das ist keine liebe Ameise. Aua. Aua. Geh weg. Das ist gar keine liebe. Boah, Alter. Warum kannst du dich so schnell drehen? Oh, springen ist anscheinend eine richtig gute Ausweichmethode. Hey, ich habe wieder Ameisenzeug. Ich habe wieder Ameisenzeug. Rind die erstmal eine Ameise. Ja, du bist eine liebe Ameise. Sehr lieb. Wahnsinnig lieb. Oh mein Gott. So. Summ, summ, summ. Nee. Es wird unterirdisch sein, Mano. Okay, da kommt man an. Das ist so ein komischer Käfer, ne? Da, nee, da ist Marienkäfer, aber da wackelt halt noch was extrem. Ich meine, ich habe da vorhin so einen komischen Käfer gesehen. Da ist der Schuppen. Weil wir einfach mal mega unnötig einen riesen Umweg machen, um zum Schuppenlatschen. Schuppenlatschen. Da ist was Lilanes. Da ist was Lilanes. Das sind, ich glaube, das sind Disteln. Oh mein Gott, ja, es sind Disteln. Oder? Was? Oder? Da ist ein. Ist das ein Bienenstock? Ja, ne? Trocken. Stinkwanzen. Was sind die riesig? Was? War das jetzt für euch selber zu schlimm oder warum macht ihr gerade Pause? Ah, sorry, die sind mir zu groß, da gehe ich noch nicht hin. Ich glaube nämlich nicht unbedingt, dass die nett sind. Ich glaube, nichts ist hier nett. Ich hab überall Gänsehaut. Ich hab so Schiss vor Steckmücken. Und dann sind die. Normalerweise sind die nicht so groß. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Acht, acht. Acht. Ich will nicht sterben. Bitte, ich will nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Jetzt gerade nicht. Geh weg. Geh weg. Heil dich doch schneller. 7, 7, 7. Ja, doch nicht ins offene Gelände rennen. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Bitte. Inventar voll. Heiliger, das ändern wir. Ich fress mein Inventar leer. Das ist mir egal. Ups. 7. 5. 4. 3. 2. 8. 2 noch. Boah, ich dachte. Nein, 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 nein. 7. Geh weg! Geh weg! Okay. Was kriege ich hin? Da renne ich hin und nehme das dann einfach mit.
Das nehme ich einfach mit. Warte. Okay. Mein Dings ist eh leer. Da ist der andere. Da renne ich jetzt einfach hin und nehme mir das dann mit. Ich hätte einfach wegrennen sollen. Aber egal. Ja, wenigstens habe ich jetzt nicht mehr so einen Durst wie vorhin. Die Logik erklärt mir halt mal auch einer. Aber ich will dieses Mückending haben. Ich habe ja meinen Speer. Habe ich noch? Oh, hier ist der Ameisenhaufen. Bloß nicht jetzt noch eine Soldatenameise über den Weg rennen. Aber Mücken? Da ist eine Soldatenameise. Ja, nice. Ich höre schon Musik. Irgendwas hat mich vorhin gesehen. Aber ist mir egal. Ich renne jetzt einfach durch und hole mir das. Ach, wie cool. Steinschlüpfen. Ich renne jetzt einfach durch. Ich gucke nicht nach links. Ich gucke nicht hier rechts. Ich renne jetzt einfach durch und hole mir das. Ich will das haben. Hätte ich jetzt vielleicht nicht mitnehmen sollen. Ausdauer aufladen. Da war eine Hummel. Hier. Ich höre es nämlich schon. Jupp, ich bin da einfach mal weg. Oh, da ist eine Spinne. Geh weg. Ich höre dich doch. Oh. Kann ich euch nicht irgendwie bei den Ameisen abschmieren? Kloppt euch mit den Ameisen. Ich höre immer noch das Geflatter hinter mir. Und ich renne auf den Ameisenhügel zu. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Perfekter Zeitpunkt, keine Ausdauer mehr zu haben. Ich höre das Gesumme nicht mehr. Das heißt, ich habe den Moskito nicht mehr hinter mir. Puh. Okay. Ah, das war ja ein Ausflug. So, noch eben die letzten 70 cm bis nach Hause. Heieieiei. Ach, schön hier. Zu Hause ist schön. Jetzt habe ich aber immer noch nicht dieses Distel-Ding. So, was haben wir denn Neues? Stechmücke Wanddeko. Ja, ganz genau. Waffe Wanddeko. Rüstungspuppe. Okay. Lehmfundament. Genau das hätte ich ganz gerne. Und Lehmrampe. Eine schräge Variante des Lehmfundaments. Aus ein paar hundert Stück davon könntest du vielleicht eine sehr kleine Schale töpfern. Okay. Ja, aber ein Fundament ist doch schön. Genau das wollte ich doch. Und dann brauche ich jede Menge Lehm dafür. Muss nur gucken, wo ich Lehm finde in der Menge. Ach du Heilige. Wenn ich nicht 3000 Mal dabei dann draufgehe. Tätätätä. Heilbombe. Ein flüssigkeitsgefüllter Stechmückenblutbeutel, der so eng mit einem Seidenseil umwickelt ist, dass er jeden Moment platzt. Übergießt alle im kleinen Umkreis mit heilendem Blutgelee. Dankbarkeit ist dir gewiss. Hm. Ja, ich glaube, das ist dann was für ein Koop, was man dann zusammenspielt. Hm. Na, dass du deine Leute um dich rum auch heilen kannst. Wir spielen es ja noch aktuell alleine. Okay. So, Sprösslinge ablegen. Steine habe ich auch wieder mehr als genug, aber ein, zwei sollte ich mir immer behalten. Hm,
Ich stech mit dem Blutbeutel. Die packe ich mal rüber. Die auch. Das Gefussel. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Platz im Inventar. Die sind wichtig, die darf ich nicht verlieren. Rohes Läusefleisch. Das brauche ich noch. Das ist ganz wichtig, das brauche ich noch. Das heißt, ich habe noch den einen, der da noch verdirbt. Und ich muss noch glaube ich, noch eine Laus für die Schuhe abkriegen. Dann wäre ich auch schneller gewesen. Ich muss gleich unbedingt noch eine Laus erwischen. Yay. Stechmückennadel. Neues Rezept. Okay. Säuredrüse. Stechmückenschnabel, nehmen wir Säuredrüse. Käfergummi. Und wird analysiert. Ausgestopfte Kriegerameise, Kriegerameise Wanddeko und ja, bereits bekannt Saftfinger. Okay. Müssen wir ein bisschen warten, bis wir das wieder haben. Was sagen die Wissenschaftspunkte? 930. Ja, morgen haben wir die dann zusammen, hoffentlich. Oder nee, immer noch nicht, ne? Ah. Für die zweistöckigen Gebäude dann. Da brauchen wir ja 1000 für. Ja, der hier ist fast voll. Was? Ich höre was, was sich komisch anhört. Ah. Genau, ich brauche noch dringend eine. Oh. Hier liegt ja noch was rum. Jede Menge sogar noch. Upsi. Ich brauche eigentlich dringend noch eine Blattlaus. Boings. Renn. Mitnehmen. Wieder renn. Einfach durch diesen riesen Schuhabdruck. Huch. Bin ich jetzt einfach kurz geschwebt. Und habe meine Blätter fallen lassen. So. Jetzt haben wir aber auch schon mal die Möglichkeit für die Fundamente, ne? Warte, können wir denn schon eins bauen? Dann würde ich nämlich schon mal den Ansatz machen. Oh, sieht aber irgendwie schick aus. Ein schnelles und tödliches Rapier, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, das sich ein Beispiel am Saugrüssel der Stechmücke nimmt. Ich brauche einen Stechmückenschnabel, zwei Stück, Seidenseil und Blutbeutel. Ich habe eine Vermutung, wo wir Seidenseil herbekommen. Aber ganz ehrlich, ich traue mich absolut noch nicht an Spinnen ran. Ah, ein handgefertigter Glipper aus Saft und einer Vorsicht ausgemolkenen Säuredrüse zu einer Art Gummi gehärtet. Okay, das ist für irgendwas, brauchen wir das. Wir wissen aber noch nicht für was. Ich wollte gucken, dass ich ein Tondings baue. Basisbau, Lehmfundament. Eins. Okay, ich kann eins machen. Und es ist nicht sonderlich groß. Okay, das mache ich tatsächlich dann später. Ich gehe jetzt erst einmal schlafen. So, Schlafenszeit. Ich sehe auch gerade, ich nehme auch schon fast 4 Stunden jetzt auf. Ich würde dann auch gleich eine Pause machen. Tatsächlich ein Aufnahmepäuschen. Vorher, bevor mir die Laus verdirbt.
Ist mir das jetzt endlich verdorben? Nein, immer noch nicht. Okay, das hält ganz schön lange. Dann habe ich ja nicht so die Sorgen bei der Laus, aber ich hätte trotzdem ganz gerne. Ich brauche einen Wassertropfen. Ich muss was zu trinken haben zum Frühstück. Nun muss ich mir auch mal eine Made oder so ausbuddeln. Da ist ein Wassertropfen. Don't even need to boil it. So, was getrunken habe ich? Habe ich noch Pilze? Nein, ach, die habe ich vorhin alle unnötigerweise aufgefuttert und nur um dann doch nochmal zu sterben wegen der zweiten Stechmücke. Ich habe das Gefühl, wir kommen noch nicht sehr weit. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Oder doch nicht? Was wollte ich machen? Fundament. Ich muss noch rausfinden, wo wir Lehm sammeln. Aber wir haben jetzt schon sehr viel geschafft. Wir sind ein paar Mal gestorben mit unseren Rucksäcken da. Wir haben ein bisschen was gesammelt, haben jetzt ständig ein volles Inventar, haben Stechmücken besiegt, sind in einem Ameisenhaufen ersoffen. Achso, ja, genau, das wollte ich machen. Die analysieren. Oh, ein Kleeblattblatt. Ein Kleeblattblatt. Mhm. Heißt so. Mit Nase. So. Der Analysator. Können wir den nicht einfach mitnehmen? Müssen wir da immer hinlaufen? Normaler Stuhl. Oh, dann kannst du wirklich auch so Deko mitmachen. Okay, noch keine neuen Rezepte, aber für die Stechmücken. Dann haben wir ja jetzt 970. Es fehlen tatsächlich immer noch welche. Okay. Dann würde ich gucken, dass wir noch so ein Vorratsding machen, wo wir unser Inventar reinklatschen können. So, herstellen. Deko, normaler Stuhl. Mit so Ameisenlehnen. Okay, ist das ein Basisbau? Nein, es ist... Wer? Ich hab's gleich. Nein. Gleich habe ich alle durch. Nützliches. Eichelschale und Kleeblatt. Das kriege ich hin. Haben wir sogar gerade genug für. Sind aber schön. So, da würde ich jetzt unseren ganzen Loot reinpacken, der so ein bisschen, ja, was spezieller ist. Wie das da zum Beispiel. Und die auch, so wichtigere Sachen. So, das er auch. Und dann würde ich da das ganze Grünzeug reinpacken. Grünzeug, da. Das auch. Und Steine. Gut.
warum habe ich denn den Klebhandschuh bei mir drin? Erstmal hier wieder alles umsortieren. Was denn hier passiert? Habe ich das so durcheinander gebracht alles? Anscheinend, ne? Nur Baustoffe. Ach, Kleeponcho habe ich zweimal. Upsi. Habe ich den tatsächlich zweimal gemacht? Oh je, das tut mir leid. Ja. Gut. Bisschen aufgeräumt. Muss ja auch sein. Was haben wir sonst noch Nützliches? Ja, das Spinnrad. Ameisengurken, Eiche, Kapelton. Das ginge halt auch. Ich weiß nur nicht, was man da alles braucht zum Spinnen. Da brauchen wir aber vier von und jede Menge Ton und Eicheln noch. Überhaupt so ewig viel Ton. Ein Stein. Der ist aber trotzdem noch hier. Okay. So. Da ist eine. Wo ist sie hingelaufen? Da. Ich bin nicht so gut. Oh Gott. Mein ganzes Steinhand verschleudert. Gut, dass die Steine danach nicht verloren sind. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich aber genug für die Läuselatschen, oder? Rüstung? Läuselatschen, okay. Yay, Läuselatschen hergestellt. Ich kann die dann nur reinpacken. Oh. Sexy. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel schneller bin. Keine Ahnung, ob das so viel bringt. Naja. Ich hoffe, der verdirbt mal schneller. Verdirbt der schneller, wenn ich den in eine Kiste packe? So. Aber ich könnte mich mal nützlich machen und hier hacken gehen. Hack. Räumen wir hier schon mal auf. Danke. Immer noch die Tastenkürzel. Ich kann mir sowas so schlecht immer merken, dass die richtigen Kürzel sind. Da. Hier ist schon fast voll. Okay. Der ist schon voll. Schmeiß ich erst einfach daneben. Der hier in die Kerze ist vielleicht nicht ganz so gut. Geronimo. Ups. So. Einfach daneben. So. Oha, schön. Ja, unser kleines Lager.
Der braucht echt lange zum Verderben. Okay, dafür, da muss ich mir anscheinend nicht so die Mega-Sorgen drum machen. Da würde ich jetzt aber tatsächlich noch drauf warten. Was können wir denn sonst noch bauen? Ich muss wirklich rausfinden. Wir müssen wirklich die Maden dann machen und rausfinden, wo ich noch mehr Ton herbekomme. Ja. Dann jetzt aber mal sagen, ich mache dann jetzt ein Aufnahmepäuschen und ich weiß nicht, ob wir uns dann in der nächsten Aufnahme wiedersehen, in dieser Folge noch oder der nächste Folge, aber war schön, mit euch da zu sein. Ich finde das Spiel wirklich wunderschön und dann würde ich mal sagen, bis gleich oder nächstes Mal.